Ja, hallo Sportfreunde und nochmal herzlich willkommen bei Triabi. Bevor es hier richtig abgeht in den nächsten Wochen, möchte ich dir mal ein Thema aufgreifen, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es um das Teil hier. Hier in Leipzig fährt man oft beim Fahrrad rum und sieht dann irgendwelche super coolen Menschen, die so ein Teil hinten am Fahrrad dran haben. Und da dachte ich, sowas brauche ich auch. Sowas brauche ich auch, damit, ja, wozu genau habe ich lange nicht verstanden, aber wie sich herausstellt, ist das ein ziemlich gutes Teil, wenn man doch mal mit dem Rennrad in den Regen kommt. Es geht also quasi darum, dass wenn es regnet, dass das Hinterrad euch nicht hinten alles vollsaut mit Wasser. Dann hilft das Ding, klemmt quasi so unterm Sattel und schützt euch ein bisschen vor Spritzwasser. Habe ich gedacht, geil, brauche ich. Da habe ich kurz mal geguckt und gesehen, okay, hier gibt's das und bestellt. Und dann kam es an. 10 Euro ungefähr habe ich dafür bezahlt. Und dann dachte ich, also, das ist ja wohl ein Witz. Das ist ja wohl ein Witz. 10 Euro für das Teil. Also da, hier. Ja, was soll das? Deswegen möchte ich jetzt zeigen, wie man ein Schutzblech fürs Rennrad, beziehungsweise so ein S-Saver, selbst herstellen kann. Dazu braucht man nicht viel. Es geht ruckzuck. Und vor allen Dingen ist es auch ein ziemlich cooles Geschenk, wenn ihr mal noch irgendeinem Rennrad-Bro oder irgendeinem Sportsfreund was schenken wollt, dann werft ihr einfach einen Blick in den Papierkorb oder die Mülltonnen und sucht irgendwas Stabiles. So, und dann braucht ihr ein paar Maße. Eigentlich müssen die gar nicht so ganz genau sein. Ich habe diesmal ganz genau übertragen. Wir fangen mal an. Insgesamt, also von ganz oben bis ganz nach unten, sind das 34 cm. Allerdings kann es natürlich auch kürzer und länger sein. Das spielt eigentlich keine große Rolle. Nur hier hinten, zwischen den beiden Schnitten, beziehungsweise den Sattelstreben, dürfen es nach hinten nur 10 cm sein. Geht aber auch weniger, das ist egal. Der Abstand zwischen den Sattelstreben ist eigentlich bei fast allen Sätteln immer gleich, sind 8 cm. Und wo ihr ein bisschen Friemelarbeit machen müsst, sind dann die Löcher für die Sattelstreben. Die sind in etwa, die müssen in etwa 8 mm sein. Das heißt, hier einfach ein kleines Loch erstmal ausschneiden. Zack. Und dann mal gucken, ob es schon passt. So ganz genau muss es nicht sein. Wenn es ein bisschen einreißt, ist auch nicht schlimm. Aber im Großen und Ganzen ist das euer Schutzblech. Tja, Sie haben gesehen, ganz einfache Geschichte, super billig, quasi umsonst. Und ruckzuck habt ihr hier ein paar schöne Schutzbleche fürs Rennrad, die ihr auch noch selber irgendwie gestalten könnt. Das als kurze, ich denke vor allen Dingen jetzt im Herbst und Anfang Winter kann man das sehr gut gebrauchen. Das also als kleiner Denkanstoß von mir.
nicht immer alles kaufen, einfach auch mal selber machen. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sage Bye Bye Bicycle.